Hallo ihr Silke, herzlich willkommen zu einem neuen Rezeptvideo hier auf diesem Kanal. Es gibt jetzt endlich mal wieder ein hochveganes Rezept. Wir sind ja gerade in Sardinien, wir machen hier Urlaub und hier ist es ziemlich heiß und da braucht man auch immer mal eine Erfrischung, das heißt ein hochveganes Eis. Ich bin ja immer für Selbstmachen, hier kann man ja auch selbstgemachtes italienisches Eis kaufen, beziehungsweise auch das Industrieeis, aber mir ist es immer lieber, wir verwenden nur ganz natürliche und wenige Zutaten, da zaubern wir für uns, also für die Jungs, für die Marielle und mich. Die Marielle ist übrigens Kamerafrau. Genau, da verzaubern wir immer ein ganz tolles Eis aus vier Zutaten, das wollen wir euch heute zeigen. Folgende Zutaten benötigt ihr für dieses Eis, das sind erstmal reife Bananen, Kirschen, das sind Süßkirschen, dann haben wir hier Kokosöl, das ist jetzt hier noch die Variante aus dem Kühlschrank, da seht ihr, das Kokosöl ist jetzt noch hart und hier haben wir schon die geschmolzene Variante, das geschmolzenes Kokosöl und ihr benötigt für dieses Rezept auch Karob. Dieses Karobpulver haben wir hier in einem Bioladen entdeckt und es hat keine Rohkostqualität, Bioqualität, es ist auch vegan natürlich. Und es ist ein super Schokoladenersatz. Das Gute ist, man braucht da nicht unbedingt Süßungsmittel, weil das Karopulver relativ karamellig-malzig schmeckt. Es enthält auch einige Mineralstoffe. Also ich finde, das ist ein super Kakaoersatz. Und zu Hause verwende ich natürlich Karopulver in Rohkostqualität. Das bestelle ich mir meistens bei Pure. Da gibt es ein Sonnenkarob und ein normales Karob. Und ja, diese beiden Karobsorten kann ich auch empfehlen, weil ich auch immer wieder danach gefragt werde, wo ich denn mein rohes Karopulver herbekomme. Also dieses Rezept, wie wir das jetzt hier zubereiten, ist nicht 100% oder hat keine 100%ige Rohkostqualität, weil das Karopulver eben keine Rohkostqualität hat. Interessanterweise gibt es hier in unserem Urlaubsort auf dem Spielplatz Johannesbrotbäume. Das sind praktisch hier Johannesbrotschoten. Aus diesen Schoten wird dieses Karopulver hergestellt. Die werden einfach getrocknet und dann gemahlen. Da sind noch Kerne drin, die werden natürlich dann entfernt. Und dann werden diese Reste, also diese Schoten, gemahlen und dann entsteht dieses Karopulver. Als erstes schält ihr die reifen Bananen. Also sie sollten wirklich so reif sein wie diese Bananen mit vielen braunen Sprenkeln. Dann sind sie wirklich auch schön süß. Am besten diese schälen und im Ganzen einfrieren. Das zeige ich dann euch auch noch, wie das aussieht. Und die Kirschen einfach halbieren und den Kern entfernen und auch die Kirschen einfach so halbiert einfrieren. So sehen dann die gefrorenen Bananen und die gefrorenen Kirschen aus. Man kann diese Bananen auch einfach so essen. Es ist dann zwar ein bisschen kalt an der Hand, aber man kann theoretisch auch das einfachste Bananeneis ist einfach eine Banane einfrieren, reife Banane und das dann einfach so essen. Das praktizieren wir ja auch ganz oft, also ist auch möglich. Die elegantere Variante wäre jetzt, wenn ihr eine frische, geschälte Banane halbiert und dann hier so ein Holzstäbchen reinsteckt, ja, wie das eben bei diesen Stieleisen so eben üblich ist. Und dann habt ihr dann auch so eine Art Stieleis, was ihr dann einfach so essen könnt. Und dann müsst ihr auch nicht immer mal das Bananeneis ablegen, weil es dann zu kalt wird. Und dieses Eis mit Stiel könnt ihr dann zum Beispiel auch an eine Schokoladenglasur tauchen. Und weil ja die Banane so sehr gefroren ist, gefriert auch dann noch oder wird diese Schokolade dann auch ganz schnell hart. Und da habt ihr ein super Schoko-Bananen-Stieleis. Als nächstes zeige ich euch, wie ich die Glasur aus Kokosöl und Karob zubereite. Ich gebe hier in diese Schüssel 4 Esslöffel Kokosöl. Und dazu kommen ca. 3 Esslöffel Karopulver. Wenn ich jetzt zu Hause in Deutschland wäre, würde ich jetzt vielleicht noch Zimt oder Vanille mit dazugeben. Gibt dann nochmal so eine schöne Würznote, so schön nach Vanille oder Zimt, aber so machen wir jetzt die ganz einfache Variante und das schmeckt auch prima. So, als nächstes zeige ich euch noch eine andere Variante, wie ihr Eis machen könnt, wenn ihr zum Beispiel auch kein Stäbchen habt und auch die Banane nicht so im Ganzen in die Hand nehmen wollt. Nehmt einfach so eine gefrorene Banane, lasst sie eventuell ein bisschen antauen, es kommt darauf an, wie sehr euer Tiefkühlfach gefriert. Und schneidet dann hier solche Bananenscheiben. So. Ich komme jetzt hier auf den Teller. Und darauf kommt jetzt einfach diese Schokoglasur. Und da diese Bananenscheiben ja gefroren sind, wird diese Glasur auch ganz schnell fest.
Als nächstes kann man diese Bananenstücke noch umdrehen und wiederholt das Ganze. Hat dann auch eine ganz einfache Eisvariante aus drei Zutaten: Bananen, Karotten und Kokosöl. Und wir sind jetzt vor ein paar Tagen erst auf dieses Rezept gekommen. Wir haben das einfach so ganz spontan ausprobiert. Mein Jüngster, der Silas, der war ganz begeistert und hat gleich gesagt, das schmeckt wie Stracciatella-Eis. Weil wenn man in diese Bananen reinbeißt, dann knackt die so schön. Das Eis oder die Schokolade ist dann so schön knackig. Und zum Schluss gibt es das beste Rezept, nämlich ein Kirsch-Bananen-Eis, was wir jetzt auch vor ein paar Tagen entwickelt haben, aus nur vier Zutaten, also aus Kirsch, Banane, Karob und Kokos. Und es erinnert an Schwarzwälder Kirsch. Also das ist gerade unser absoluter Favorit. Und dazu benötigt ihr entweder einen Entsafter, mit dem man auch Eis durchlassen kann. Also dieser Entsafter, das ist der Slow Star, den der Henry hier hat. Und da gibt es so einen extra Einsatz, mit dem man eben gut Eis herstellen kann. Wer keinen Entsafter hat, nimmt einfach einen Mixer. Da müsst ihr einfach die Bananenstücke und die Kirschstückchen einfach ein bisschen anhauen lassen und dann mixt ihr das einfach mit einem personal Blender oder auch in einem Hochleistungsmixer und mixt euch dann einfach das Eis und könnt es dann auch schön dekorieren. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, wie wunderbar das mit diesem Entsafter geht. Los geht's, das mal anschalten. Oder Marianne macht das. Dieses wunderbar köstliche Bananen-Kirscheis, das könnte man jetzt auch schon so essen, das schmeckt wunderbar. Jetzt verfeinern wir das einfach noch ein bisschen mit diesem Karob-Kokos-Gemisch, mit dieser Schokolade aus nur zwei Zutaten. Und zur Deko könnt ihr jetzt einfach noch in Scheiben geschnittene Bananen und halbierte frische Kirschen bzw. auch ganze Kirschen verwenden. Und da das die Marielle von uns beiden am besten kann, werde ich jetzt mal zur Kamerafrau. Sollten wir uns einfach mal so eine kleine Ausnahme hier gönnen, um uns ein bisschen zu erden. Zum Beispiel. Thank you.
was Rohveganes, Schwarzwälder-Kirscheneis. So, das war wieder mal ein wunderbares, einfaches Rohkostrezept. So einfach und gut kann Rohkost sein. Macht es unbedingt nach, es schmeckt wirklich super lecker und lässt sich so einfach herstellen. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss, eure Silke. Wir lassen es uns jetzt schmecken.